So, Hallöchen, wir machen gleich weiter. Die LPs einer Monsterkapsel. Sind die LP auch nur für die Kapsel unbrauchbar? Okay. Die Superleistung Monsterkapsel kann eine Superfähigkeit eingesetzt werden. Okay. Liege ein cooler kannst du mit dem gedrückten Taste aufladen. Es gibt Raten von aufgeladenen Schüssen, Pfeffer, Kletter und Bombenschüsse. Okay. Bomberschüsse detonieren bei Aufschlag verursachen zusätzlichen Schaden. Kletterschlüsse laufen Wände hinauf und können Gegner von hinten treffen. Feuer besiegt Erde und Erde besiegt Blitz, Blitz besiegt Wasser und Wasser besiegt Feuer. Licht und Dunkelheit sind effektiv gegeneinander. Papierstein, Schere, Exes, Bock. So, und damit hallo, herzlich willkommen zu Final Fantasy 15. Wir sind aber heute hier. Alter. Jo, da haut's hier einiges raus. Jo, wir sind nämlich hier. Na, was schon. Und irgendwie sind gerade meine Männer kaputt, irgendwie. Irgendwie sind gerade meine Männer kaputt, ey. Jo, kill die Jungs mal. Etzel, haben wir da. Jawohl, ja. Sehr schön, nur leider irgendwie keine Ahnung. Jo, hau die mal alle kaputt hier, doch. Nein, und dann läuft der auch noch voll vorbei hier. Ich werd bekloppt. Na, schau einer an hier. Hetzerle, sehr schönes Ding. Schönes Ding. So, Stage clear. Die anderen beiden schaut aber so aus, als ob die gar nicht mehr leben würden hier, ne? So, was los? Dann hauen wir halt mal die raus. Gepflegt. Nice. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Nix da. Ausweichen könnte man theoretisch. Boing. Yes! Woohoo! Tag ready! Sehr schön. Ich hätte aber gern noch Leben hier für die anderen irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wir legen nochmal los hier für die Feuerwehr. Jo, pfeif rein hier! Oh, und Bombe! So, mal schauen, was er dort zu sieht. Nein! Etzel! Läuft! Läuft! Kommt jetzt der Boss? Stage 3? Nein, jetzt kommen nochmal die Bammheimer. Aber die sind hier gleich kaputt. Bäm. Jo, jetzt ist der auch gleich kaputt, der Elfe. Oder der Level Elfe. So, jetzt haben wir ihn doch. Bäm, bäm, bäm. Oh, ein Leben haben wir. Aber haben wir leider nicht bekommen. Etzler, jo, nochmal hier Combo. Es gibt auch noch ein bisschen Punkte. Etzler. Etzler. So, Feierabend für den Kerl. Hey, Boxify schon irgendwie, ne? Endlich jetzt am Endlich jetzt am Boxkampf. So. So, bei den Jungs hier geht es natürlich ordentlich zur Sache.
Yeah, bam, 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 bam. Damage, 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 Freunde. Yo, das muss jetzt scheppern. Yo, 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 Alter. Sehr geil, Freunde. Yes. Alter, was war denn das für eine Kombi hier? Was war denn das für eine Kombi? Ah. Alter Verwalter, ey. Jetzt, komm, Junge. Junge, 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 Junge. Ja, das gibt nochmal Punkte extra. So, zweite Welle. Raumen hier raus. Yes! Yo, zieh's dir rein. Bam, bam, bam. Ah, Chocobo, Münzen. Alter. Nein, und dann hupft er tatsächlich da an der vorbei. So, jetzt trifft er da nochmal hin. Bekomme nochmal solche Dinge. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was das bringen soll, ne, die Teile. Was jetzt? Granat am Band. Ach, man kann da tatsächlich gewinnen. Man kann auch nicht ewig spielen, wie es ausschaut. Auf Deutsch, das Spiel hatte keinen Bock mehr auf mich. So, Zauberwix. Was? Ne, WX, keine Ahnung. Entschuldige. Hallo. Ich hätte gerne einen Espresso oder irgendwas in der Art. Oder Kuchenstückle Käsekuchen. So, wir reden mal mit diesem Monsignore. Keine Ahnung. Hallöchen. Nanu? Euch habe ich hier noch nie gesehen. Mein Name ist Alessio. Ich sammle seltene Münzen. Leider fehlt mir die Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Im Tausch für eine Gedenkmünze überlasse ich dir gerne etwas von gleichem Wert. Gedenkmünze. 25 Tauschware, Feuerwaffen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Wenn jetzt da alle Münzen da weggemacht, keine Ahnung. Final-Elixier, Preis 1. Ach so, mächtiger Wächter brauchen wir dann 20. Blitzwappen, ja. Das ist natürlich weg, ne? Mächtiger Wächter. Das ist natürlich richtig fett, dieses Teil. Aber ich lasse es mal. Ich lasse es erstmal. Tut mir leid, mein Freund. Immer fleißig sammeln. Ich habe tolle Sachen zum Tauschen. Ja, ich weiß, aber ich hätte das Ding dann für alle von uns. Also da brauche ich doch noch einige Münzen, ey. Alter Schwede. Jetzt können wir uns gerade mal eins leisten. So, wir wollten aber hier weiter, ne? Beziehungsweise wir wollten darüber, ich schau mal. Aber hier ist es, ne? Das hat auch ein bisschen seinen Charme, ne? Wenn du jetzt da bist. So, wir wollten aber eigentlich zum Hotel Le Ville. Genau, ich hoffe, wir kommen jetzt da auch hier rüber. Ja, sieht so aus. Sieht so aus, oder was? So, ich guck mal auf den Plan. Also jetzt ist es noch größer geworden, hier kann das sein. So, fährt denn der? Der könnte hier, ne? Aber ich glaube, wir sind hier total falsch, ne? Wir müssen theoretisch hier hin. Sehe ich das richtig?
Ah, guck mal hier vor der Haustür. Kaputte Taschenuhr. Wir müssen eigentlich darüber. Oder wir laufen jetzt einfach mal hier entlang die Treppen auf. Dann schauen wir mal, wo uns. Ach, ist das schön. Ich muss noch mal hier hin. Wer will was essen? Camelia war schon wieder im Mago? Sie scheint sich gut mit dem Besitzer zu verstehen. Aber zum Spaß war sie sicher nicht dort. Gab sicher einen Grund für ihren Besuch. Ja, Camelia und Glaustale. Das kam mit einer Band. Hier, das sind. Hey, das sind aber auch so Plastikstühle, ne? So Metallplastikstühle, irgendwie so, keine Ahnung. So, wir lesen uns jetzt mal hier das durch noch. Der Chefkoch empfiehlt Tartine al Caviale für Gespräche in privater Atmosphäre, für Momente mit der ganzen speziellen Person. Reservieren Sie eine unserer Separis. Das ist schön. Auch hier ist schön. Und dann noch mit der Musik. Ich mag aber das Gedudel nicht beim Essen, um ehrlich zu sein. Hui. Hallo. Blumen würde ich gern kaufen. Ich bin so froh, dass die Katagie lebt. Getrollt vor Glück. Na ja. Aber echt, so ein Segen. Na, wir haben schon auch Glück, du. Wir sind da. Das ist der Franke, der hockt hier ganz allein. So, das gehört aber hier noch dazu, wie es aussieht. Aber schön, ach, einfach schön hier. Alter, was haben wir hier noch? So, Arena Calviano. Und als dieser wird eher geklotzt als geklettert. Aber selbst hier fährt der prachtvolle Arena Calviano noch auf. Das Kolosseum, in dem beim beliebten Tolomostro mit Galviano-Medaillen auf die Kämpfe wilder Bestien gewettet werden kann, erreicht man am besten. Am besten vor allem. Per Gondel. Hey, du Lump. Bist jetzt auch wegen rumkupft, ne? Jungs, ich find's hier echt schön, ne? Oh, mit der Eisdiele, ne? Aber Leute, kauft euch keine Plastikstühle. Ich würde mich gerne ausruhen. Ganz ehrlich, da muss halt die Atmo passen. So, was haben wir hier? Die Vizian-Statue. Diese Statue ist eines Fisches mit imposantem Geweih, symbolisiert die Wassergöttin Leviathan. Nach alter Tradition schreiben die Menschen ihre Wünsche auf ein Stück Papier, falten daraus einen Papierflieger und lassen ihn in Richtung der Statue fliegen. Wenn dieser Wunschvogel in das Maul der Statue fliegt, soll die Bitte in Erfüllung gehen. Das ist cool. Das würde ich auch gerne machen. So ein Papierflieger basteln, dann ordentlich Neipfeffern da. Alter. Was möchtest du essen? Hundsfotzen. So. Was ist das? Der Buckingham Palace, oder was? Tut gut, mal nicht töten zu müssen. Wir haben schon gar nicht mehr lang kämpfen. Das ist so viel und so groß. Er soll sich bei den Kämpfen in Insomnia verletzt haben. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir hier, Alter? Leg mich doch fett. Hier ist aber eine Quelle. Oder ist die unten? Ich glaube. Ja, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Die Prothese ist so beweglich wie ein normaler Arm. Ich glaube, die ist unten. Wir können hier theoretisch entlang. Ich glaube, da müssen wir es ja da hinten. Oder waren wir hier schon? Wir waren hier schon, ne? Hier ist nur die Eisquelle, okay. Ah, siehst du, das können wir gar nicht machen. Können wir gar nicht machen, hat er gemeint. Da unten könnten wir auch wieder angeln. Oder waren wir hier schon? Hier waren wir im Dunkeln, ne? Kann das sein? Oder schaut es hier alles doch dann immer ein bisschen ähnlich aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stört mich hier diese Markierung. Aber wir sind auf jeden Fall hier schon mal in der richtigen Richtung. Deswegen laufen wir jetzt nochmal hier entlang. Aber dieser Müll, ne? Das könnten die Leute auch wenigstens auch oder aufpassen. Gerade die Touristen, ey Leute, benehmt euch. So, hier sind wir. Was ist jetzt schon wieder? Nacht! Ja? Die Leute haben erzählt, dass es hier in der Nähe eine richtig gute Stelle gibt. Da könnten wir ein paar Fotos machen. Ja, wir fahren weiter, ne? Klar. Na, wenn es eine Empfehlung war, sollten wir hingehen.
Was wäre eine Reise ohne Fotos? Also los! Bin todmüde. Mach Six, das ist immer hier klein in der Nähe. Hab mächtig Kohldampf. Müssen wir hier eigentlich nur die Treppen unterlaufen, oder wir was? Wir sind alle so schick angezogen und wir tragen nur ödes Schwarz. Hey, wie redest du über unsere exklusiven luzischen Kampfuniformen? Es ist wirklich interessant, andere Kulturen kennenzulernen. Da bist du schon andere Kulturen, also andere Kultur ist jetzt eine Glasfähre, jetzt bin ich schon erschrocken. Eine andere Kultur ist für mich, keine Ahnung, Japan zum Bleistift. Oder wirklich hier so, ja, einfach Ausland, ne? Aber das ist ja kein Ausland, das ist ja irgendwie alles noch eins irgendwie, was will man? Alter, hier gibt's ordentlich hier. Holzstühle, ne? Das ist schon mal ein Anfang, aber nur diese Plastikdinger. Holz ist dann doch immer noch ein bisschen edler. Ja, obwohl, ja, was schon, ne? So, wo können wir jetzt hier das Foto machen? Wir müssen nach oben. Wir müssen hier hinauf, oder was? Okay, ich schau mal, was ich hier... Ach, hier haben wir auch noch eine Gondoliere. Was bist denn du für eine einkaufen? Was gibt's bei dir? Was darf's heute sein? Ein Blutsauger natürlich. Donnerkehl, Alter. Hartschneide. Alter. Ultima-Klinge. Donnerkeil 3,45. Ach, wir haben schon Donnerkeil. Gladio hat Hartschneide. Dann könnte man eigentlich eine kaufen. Danke. So, Drachenlanze. Gehen wir mal zu Ignis. Trainierlanze. Na, das ist mir noch besser. So, Delta-Dolche. Flammen. Uiuiui. Ui. Prompto Rebellion. Alter, dann kaufen wir den Flammenwerfer. Heldenschild. Die beim Schmieden dieses Schildes verwendete. Was? Nee, das Kampfschild. Ja. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Ja, zu dir komme ich nicht mehr. So, wir nehmen mal Ausrüstung. Gladio wollten wir nämlich. Die Hartschneide wollten wir aussehen. Und dann nehmen wir halt den Donnerkeil. Hat er gemacht. Genau, und dann haben wir noch den Prompto. Statt den Rebellion nehmen wir den Flammenwerfer. Wir könnten aber eigentlich die weniger guten. Brauchst du schlagende Argumente? Könnten wir eigentlich verkaufen. Das halt doch mal die Klappe. Hier, das kann ich. Danke. Das kann ich. Assassinendolche, Runenklinge, Flammenzunge, die Runenklinge auf jeden Fall mal weg. Brennere. Ja, komm weg damit. Flammenzunge. Assassinendolche, Flammenzunge, Eisbrand. Ja, Flammenzunge kann eigentlich auch noch weg, ne? Donnerschild, ey, Gott sei Dank, ne? Blutsauger, ist das so eine fette Klinge? 198? Wirbelsäge plus... Flammenwerfer, Alter. Okay. Bis zum nächsten Mal. So, ich möchte dann da doch nochmal ins Menü reingehen. Assassinendolche, was haben wir denn hier hübsches?
Wieso nehme ich denn die nicht rein, ey, Alter? So, und für die Ultima-Klinge. Ne, da haben wir wirklich die Ultima-Klinge, okay. So, Donnerkeil als Hauptwaffe, geht nichts Besseres. Dann haben wir hier Orti-Dingsbums, da haben wir auch nichts Besseres. Die Assassinendolche könnten wir eigentlich auch verkaufen, ne? Was macht hier noch mehr Schaden? Die Wirbelsäge haben wir hier, okay. Na, dann passt es soweit. Dann könnten wir aber, glaube ich, doch noch ein bisschen was verkaufen, oder? Was darf's heute sein? Oder? Keine Ahnung. Das ist ja irgendwie total unübersichtlich, ne? So, was? Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Genau, aber ich weiß nicht, wo ich jetzt hier diese Aussicht finde. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall hier genau unten drunter. Müssen dann auch hier eigentlich einen Weg nach oben finden irgendwo. Genau, Franconia, lauf erstmal in die. Was ist hier? Hier sogar die Treppe, Sixtus, dann können wir gleich hinauf. Wir haben hier schon mal, ja, ich weiß, ich sollte eigentlich nach oben. Das hier ist wirklich wunderschön. Ja. Diese Grachten. Diese was? Ach, hier waren wir schon. Allerdings auf der anderen Seite, ne, sind wir gelaufen. Ach, und überall die Blumen, das ist so schön. So, dann stiefeln wir jetzt noch einmal da auf. Aber wir kamen ja von hier irgendwie, ne? Ich bin so froh, dass die Katagi lebt. Getreu vor Glück. Aber echt, so ein Segen. Das sind doch Vuvuzelas, was der verkauft, oder nicht? Alter. Die WM 2010 ist schon rum, Kollege. Ich habe das Gefühl, dass mich meine Kollegen überhaupt nicht ausstehen können. Zerbrich dir nicht den Kopf. Heb lieber einen im Mago, das hilft. Ja, das mache ich. Ja, heb dir einen im Mago. Alter. Boah, das ist erhöht. Alter, wie krass ist denn das? Dann haben wir hier noch die Glocken. Alter, das ist hier richtig cool, ey. Kannst du hier rüberreisen? Alter, schau dir mal das an, ey. Leck mich doch am Sack. Wirklich wahr. Das sieht so cool aus. So, was machen wir? Foto schnell. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also, los geht's. Fotozeit. Ah, das ist schön. Ah, ja. Das ist schön, das nehmen wir natürlich mit, klar. Ansonsten... ja, machen wir natürlich weiter. Großartig. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt möchte ich aber doch nochmal. Denn ich bin mir nicht so sicher. Da muss ich, glaube ich, wo muss ich da nochmal hin? Muss ich da aber die Ausrüstung, die Inventar war das, überprüfen? Nee, wo muss ich da nochmal neu? Galerie war es genau. Fotos. Was haben wir hier? Reise. Was? Okay, warte mal. Da haben wir hier Prompto.
Manchmal versprechen zufällig. Erinnerung machen wir manchmal. Dämmerung machen wir auch manchmal. Kleinod machen wir zufällig. Prompto machen wir manchmal. Zufällig. Na, das machen wir auch manchmal. Reise könnte man oft machen, ne? Dämmerung, Erinnerung, wir haben so viel. Roadtrip machen wir auch oft. Ja, und dann denke ich, passt es so, ne? So, wir haben aktuell die, können wir keine bessere. Promptos Fotos, da könnte man eigentlich halt. Löschen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, diese ganzen Kämpfe, die könnten wir doch mal löschen, dass hier wieder ein bisschen mehr Platz ist. Ja, ich hätte halt gern so in Anführungsstrichen richtige Erinnerungsfotos, ne? Alter, das lassen wir auf jeden Fall. Handy. Ja, sowas weißt du. Ja, das hätten wir vielleicht auch behalten können, ne? Ja, sowas können wir welche tun zum Beispiel. Das können wir weghauen. Die Trottel können wir weghauen. Alter, das sieht auch geil aus, ne? So, aber weißt du was? Dann machen wir doch hier dann auch eine kleine Pause. Regalia, klar, lassen wir mal alles weg. Und ich werde dann im Offline-Modus werde ich das jetzt mal hier wirklich dann nochmal alles durchgehen. Und ja, dann sehen wir uns am besten einfach morgen nochmal bei Final Fantasy 15. Dann geht's, was ist das? Wieso posieren die so beknackt? Ja, aber das sieht man, das ist sparsam. Das lassen wir auch, weil das irgendwie. Ah. Das ist schön. Ah, das ist schön. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank. Und ja, sehen wir uns dann wieder morgen in aller Frische zu Final Fantasy 15. Macht's gut, Servus, euer Franconia.